Alles, was du hinterher rennst, rennt von dir weg. Es gibt Menschen, die sind ständig damit beschäftigt, irgendwas, irgendwem hinterher zu rennen. Je mehr du hinterher rennst, desto mehr rennt diese Sache von dir weg. Stell dir mal vor, irgendeine Person in deinem Umfeld rennt immer hinter dir her. Wie lange wirst du das aushalten? Ein Tag, 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate? Und wann fängst du an wegzurennen? Sobald du diese Person siehst, dass sie sich dir nähert, dann rennst du weg. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt, ja? Genauso ist mit den Energien, mit den Sachen. Höre auf, Dingen hinterher zu rennen. Weil damit verjagst du diese Dinge von dir. Du verjagst diese Energie von dir weg. Wenn du etwas erreichen möchtest, musst du erst mal stehen bleiben. Das ist der erste Schritt. Stehen bleiben. Wenn du wissen möchtest, wie du deine Ziele erreichen kannst, wie du dich deine Ziele annähern kannst, kannst du ein Coaching bei mir machen? Wir werden uns dein Ziel anschauen. Wir werden deine Situation anschauen. Wir werden ein Gespräch führen, ein ausführliches Gespräch. Ich werde mir dabei Notizen machen. Und ich werde dir die Punkte aufzeigen, die dich verhindern, dein Ziel zu erreichen. Ich werde dir deine Fehler aufzeigen, diese Fehler, die du dabei begehst. Und ich werde dir Lösungsmöglichkeiten anbieten. Diese Lösungsmöglichkeiten können dir helfen, dich dein Ziel zu nähren oder sogar zu erreichen. Bleib stehen und orientiere dich neu. Coaching für Privatpersonen sowie für Unternehmen. Wenn du Interesse hast, melde dich. Wir werden arbeiten zusammen. Wenn du möchtest, auch per Videotelefonie. Und ich werde dich unterstützen in deine Entwicklung, in deine Zielverfolgung. Und vielleicht können wir gemeinsam es schaffen, dass du dein Ziel erfüllst. Meine Kontaktdaten siehst du. Ich freue mich auf dich.